Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Thank you, Eligella. Eligella. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Oder was passiert hier? PCR-Test und Quarantäne für alle Einreisenden nach Großbritannien. Wie alt ist das? 18:08:31. Das wirft ein paar Fragen auf. Hi. Halt dich fest, ich bin onstream, ich lese dir jetzt was vor. PCR-Test heute um der 27.11. 18:31 kam die Meldung rein. PCR-Test und Quarantäne. Nein, PCR-Test und Quarantäne für alle Einreisenden nach Großbritannien. Boris hat uns an den Eiern. Es gibt einen PCR-Test, dann kriegen wir das Ergebnis in 3 Stunden. Scheiße, Digga, am Anakoim, Alter. Das kannst du laut sagen. Aber ich habe ja, da wo ich dir vorhin geschrieben, dass ich diesen Day-2-Test gebucht habe, das war ja noch vor der Meldung. So ja, aber jetzt geht es doch auch nicht mehr. Guck mal, die Seite war noch down bei mir. Als ich das vor einer Stunde machen wollte, das ging doch nicht. Bro, ich habe den Test für mich gebucht. Wollte danach für dich alles ausfüllen. Und dann ging es nicht mehr, ne? Dann war die Seite down. Siehst du? Ich war nicht eine Minute davor. Digga, wenn ich in England bin und da in Quarantäne... Ich kann nicht in Quarantäne 2 Tage, das geht nicht. Ich habe zu tun, Anton. Was ist, wenn da mir irgendeine Brigitte sagt, no, sorry, you must go in quarantine. Was soll ich dann sagen, Digga? Wie soll ich dir das erklären? I have no time, I have to go. Also eigentlich kann es nicht schief gehen. Wir müssen einfach nur einen PCR-Test machen, den wir in 3 Stunden kriegen, das Ergebnis. Ach, Digga, damals beim EM-Finale, das war halt auch diese Quarantäne-Scheiße, dann wurde der Test mir ins Hotel gebracht und dann musste ich den zurückschicken lassen per Post und so. Das muss ich auch jetzt rausfinden. Bruder, ach du Scheiße, ruf mich in 5 Minuten, 10 Minuten an, wenn du mehr weißt, bitte. Ey, ist das eine Spielverderber-Scheiße. Jetzt wird mir auch einiges klar. Du musst doch ein Einreiseformular ausfüllen, Freunde. Die Seite buggt bei mir. Die Seite hat vor... Ich wollte das vor einer Stunde machen und das hat nicht geladen die ganze Zeit. Ich dachte, keine Ahnung, irgendwas, Seite ist down oder so. Aber jetzt dämmert's. Es wird schon wieder so nervig. Nervig, Mann. Dieser verkackte Drecksvirus rasiert die ganze Welt. Richtig unsympathisch. Oh oh. Ach, Gegentor. Mann, Digga. Ich rufe ihn nach dem Spiel an. Ich will jetzt nicht hier verlieren. Digga, ist Messi dumm? Er fuckt mich so ab, ne? Was ist denn mit ihm? Was ist aus ihm geworden? Genau deswegen wirst du auch nie die Champions League holen. Genau deswegen wirst du nicht die Champions League holen. Auf Rot. Wir werden dieses Fußballsimulationsspiel verlieren, Freunde. Es passiert. Ihr könnt mir doch nicht sagen, das ist hier kein Moment. Also man merkt das so doll, ne? Wenn etwas nicht reingeht und ich werde jetzt Messi diesen Pisser auswechseln. Es ist so geil, wirklich. Ha, besser ist es, Digga. Verdienter geht's nicht. Spiel dein Spiel, Digga. Drück X, was willst du von mir? Er regt sich auf, dass er gerade einen Gegentor kassiert hat. Wusstet ihr, dass Marc Ex-EA-Mitarbeiter ist? Messi wird endlich reingezeigt, ich an. Mann, Digga, aber er ist auch scheiße irgendwie. Besser ist es. Ich spiele so ein gutes FIFA, ne? Doch, der ist wirklich Ex-EA-Mitarbeiter, ne? Das ist kein Joke. Oh, der Drachenkrieger. Never give up, Chat. 2-mal hinfallen, 3-mal aufstehen. 2-0 gedreht. Warum? Weil ich es kann. Weil ich ein Junge mit einem Traum bin. Guter Ball. Und das ist Fußball. Edi, wie liefen die Qualifier? Sehst du aus, als hätte ich da mitgespielt? Also, ich muss da hier aber leider ein bisschen in Schutz nehmen. Also, dieses Quali-System, du musst ja irgendwie, also es sind 300 Leute, deswegen, und irgendeiner von diesen 300 Leuten macht halt immer irgendeine Scheiße. Der braucht länger zum Einladen, bla bla bla. Das merke ich ja bei meinen Edi-Gerner-Cups mit 32 Teilnehmern schon. Dieser Zeitplan, den kannst du nicht einhalten. Aber das ist schon sehr frech, was da abgeht. Die spielen in 4 Stunden irgendwie 3 Spiele und sowas. Also 3 Runden. Das ist ganz, ganz schlimm, was da teilweise abgeht. Aber so Organisations technisch und so, es ist sehr Quatsch. Was machen die Kinder? Oh,
Guck mal, der hält nicht mal mit einer Animation. Ach, Digga, ich kann's nicht. Nein. Digga, EA wirklich will ihn so krass. Ich drücke auf Kreis, damit er ihn klärt, den Ball, also auf meinen Sechser spielt. Guck mal dieses Spiel an. Ich schwöre, es regt mich so auf, weil ich das sehe, was hier gerade wieder passiert. Oh, guck mal, da ist ja jemand geklingelt bei ihm. Der ist gerade nicht auf Controller, der Arme. Guck mal, sieht so aus, als wenn es mich... Der wird safe abgeblockt. Alles gut. Und der Arme kommt rein auf den 4-3 und dann klingelt sein Bruder. Und der Mann rennt und rennt zu seiner Tür, aber er kriegt es nicht pünktlich hin. Yo, Eli? Hi. Also, ich habe jetzt gerade nochmal mit deinem Manager geredet, Digga. Der hat schon die ganze Form für dich ausgefüllt. Ja. Es ist alles schon durch. Es gibt schon eine Bestätigung, das. Ich wollte jetzt gerade noch einen PCR-Test für uns beide buchen, dass wir da den auch beim Flughafen machen, damit wir in 3 Stunden das Ergebnis haben, damit das alles sich noch ausgeht. Kann ich aber nicht machen, weil es nur für Leute ist, die quasi gerade England verlassen und nicht für Leute, die ankommen. Ergo, wir sind im Arsch. Nee, ich kann mir nicht vorstellen, Eli, dass die jetzt eine neue Regel machen und alle Leute, die da ankommen in London morgen, dass die dann zu denen sagen, so, hey, passt mal auf, ihr könnt jetzt hier keine normalen Tests machen, ihr müsst alle PCR-Tests machen, das wird ja komplett, das ist ein absolutes Chaos, Digga, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die dann alle Leute sagen, geht jetzt in Quarantäne und so. Vor allem, wenn die Form von uns beiden, die Einreiseform schon bestätigt wurde, dann, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Das ist natürlich, Digga, aber du musst es wissen, ne? Du musst wenn es wissen. Ich da am Ende stehe und dann sagt irgendeine Jane zu mir, das geht nicht, dann bin ich im Arsch, Anton. Dann bin ich absolut im Arsch. Auch, ja. Du auch. 2 Tage müssen wir dann da in Quarantäne. Nee, das ist ja, wir sind dann im Arsch. Aber unsere Flüge und so sind schon, weißt du, also das ist so, wir fliegen morgen früh. Und wir können dann immer noch sagen, so, ey, wir wussten das nicht und so. Oh, wir wussten das nicht. Digga, da brauchen wir nur jemanden abbekommen, der ein schlechtes Wochenende hatte. Und dann sind wir am Arsch. Mann, ey. Also, dein Manager versucht gerade noch alles rauszufinden und ja. So. Ich habe gerade keinen Speed-PCR-Test gefunden für Leute, die ankommen. PCR-Test und Quarantäne für alle Einreisenden nach Großbritannien. Ich schwör's dir, Anton, ich sitze hier in einem kaputten Backforce-Stuhl, weil diese scheiß Weekend League mich rasiert hat. Und ich lese es dir vor. Das wurde vor einer Stunde veröffentlicht. Ich raste aus, Digga. Das ist auch vor 2 Stunden kam, ne? Digga, es ist nicht vor 2 Stunden. Hier, Tagesschau offiziell, ich schwör's dir. Ich bin auf der Seite. Sendung verpasst. Ich hab sie sowas von verpasst, das Ding. Ich hab die scheiß Sendung so verpasst, hätte ich das gesehen, Digga. Um 20.57 Uhr, Digga. Das ist nicht mal vor einer Stunde. Ja, Freunde, ich sage so wie es ist, es sieht nach einem Trojaner aus. Es sieht danach aus, als wenn es morgen Weekend League Stream gibt. Was darf ich organisieren? Ich fliege hier nicht mit Privatjet irgendwo hin. Da sehe ich mich nicht drin. Es geht ja auch ein bisschen darum, Freunde, hier eine Vorbildsfunktion zu sein. Da will ich jetzt nicht irgendwelche Sachen hier dribbeln für 20.000 oder 15.000 mit einem Privatjet dahin fliegen, damit ich mir dann so wichtig ist mit Timo, aber jetzt dann auch nicht, dass ich da 15.000 Euro zahle und eventuell 3 Tage da in Quarantäne bin. Ey, von Timo. Digga, ist das eine Scheiße, ne? Ich hätte mit dir eine Fußball-Challenge gedreht übrigens. Fahr doch mit Fahrrad. Kann ihn einer VIP geben? Eigentlich streame ich nicht mehr auf YouTube, Freunde. Mein CPM, ich glaube, ich würde nicht 1 Cent verdienen, ne? Hallo? Na. Och. Freunde, es ist ein Gameplay zum Vergessen. Ihr wisst gar nicht, wie das hier aussieht bei mir. Mein Schreibtisch ist kaputt. Hier liegen irgendwelche Fetzen von den Stressbällen rum. Meine Armlehne ist ab. Also wenn hier jemand reinkommt, der weiß, hier wurde auf jeden Fall die Wochenendliga gespielt. Das war ja ein schlechter Pass. Erneut mit der Pike. Oh. Auswärtiges Amt kriegt von mir einen Anruf. Ist es Deutsch? Ja, ne? Oder muss ich auf Englisch reden? Hello, my name is Elias, M97. I have a question. Yes, yes, sure. Make. I will watch the game tomorrow. Manchester United against Chelsea. Chelsea Football Club. Ah, Chelsea Football Club. Yes, yes, Chelsea Football Club. I live in Berlin and my question is, was heißt Regel? What is the rule in United Kingdom? With the PCR-Tests. Oh, yes, yes, you must, ich weiß gar nicht, was sie sagen will, so. Dann erklärt sie mir das und dann sage ich, okay, nice. It is possible to watch the game. Maybe, yes. Wait, I talk with my chef. Und dann warte ich kurz 1-2 Minuten. Dann reicht sie ihren Chef nicht und sagt, dass sie keinen Bock hat auf die ganze Scheiße. Und dann sagt sie einfach, nee, du darfst nicht gucken. Warum darf ich es nicht sehen? Und dann fängt sie an rumzustottern. Ja, weiß ich auch nicht. Kann mein Gegner mal aufhören zu ölen, bitte? Das war gutes Englisch, finde ich, bis jetzt gerade. War nicht schlecht, Chat. Wusstet ihr, dass ich voll schlau auch reden kann, wenn ich will? Ich kann mich voll gut
Also ich kann voll gut mich mit Fremden unterhalten. Kennt ihr das, wenn früher immer in der Klasse, man wollte schlau wirken und das Einzige, was dann irgendeiner von hinten, der immer Scheiße gebaut hat, er hat sich immer gefreut. Entschuldigung, das habe ich akustisch nicht verstanden. Das hat man immer gesagt, um schlau zu wirken. Das habe ich akustisch nicht verstanden, hat immer der gesagt, der immer am meisten Scheiße gebaut hat. Das habe ich akustisch nicht verstanden. Halt's Maul, Digga. Einzige Fremdwort, was er kann, Digga. Gut, oder... Ach man, akustisch nicht verstanden. Placeboard, Takesaboard, Placeboard, Takesaboard. Mann, Digga, diese Blocks, ich kann das nicht mehr. Wenn ich Schuss canceln könnte, würde ich die alle reinmachen, aber es geht bei mir nicht. Die Steuerung lässt es nicht zu. Das macht ja niemand. Weil die ganze FIFA-Community im Arsch ist. Ach, ich kann das mit diesen Blocks nicht mehr. Es wurden jetzt 4 Tore geblockt, sozusagen. Und jetzt kriege ich das 1-1. Mann, Digga, ich hasse dieses Spiel, wirklich. Es ist so unverdient. Und der Gegner ist ein Öler mit seinem Ginola. Jetzt konzentriere ich mich, nur weil du diese, denkst, du wärst E-Sportler mit Ginola und Mbappé und Neymar. Straff dich mal, Junge, du bist nichts. Ich stell mir gerade vor, wie er in seinem dunklen Zimmer mit seinen Kopfhörern und Gamer-Grip sitzt und sich einen Cola-Keks freut. Und dann macht er mal so Screenshots und er schreibt in seine Twitter-Bio, dass er mal, weiß nicht, 20-0 geholt hat oder so eine Scheiße. Wen juckt's? Ich schwöre, das ist... Warum ist das so klar, Digga? Hier, du Knecht. Meine Fresse. Fokus 1, 2, 3. Mit wem redest du eigentlich die ganze Zeit? Ich gucke Videos. Und mit wem redest du da? Ich habe eine Sprachnachricht. Hast du denn jemanden angeschrien oder was hast du da gemacht? Ich habe mich kurz aufgeregt, aber nicht geschrien. Mhm. Sag mal, stört es dich, wenn ich jetzt kurz staufe? Ja. Toll? Schon, ja. Stört mich nicht nur, sondern auch meine Nachbarn um 22.13 Uhr. Nein, danke. Wenn der reingeht, raste ich aus und ich mach Schluss. Mann! Wir sind im freien Fall-Chat. Oh Mann, ey. Absolutes Kackspiel. Ist okay. Der war nicht schlecht. Aber ich war besser. Oder was am Anfang geblockt wird, ne? Da kriege ich ein Eckengegentor. Guck mal hier. Ach, das ist nicht drauf. Ich hatte diesen Ball vorher zweimal erobert gehabt. Und zweite Stange. War gerechtes Ergebnis. Sperren. Das war seine 5. Nachricht. Seine 5. Nachricht, Matthias, Digga. Reg mich bitte nicht auf. Gerechtes Ergebnis. Am Arsch. Das Einzige, was gerecht ist, ist... Ihr habt Eldos immer schlechte Tipps gegeben mit hier anschreiben, Bonbons hier, Bonbons da. Tote Hose, da war Wüste da, da war gar nichts. Quatsch. Ja, aber ich glaube, ich habe dir heute auch einen Beweis reingeschickt. Quatsch, Quatsch. Willst du mir sagen, der Beweis, den ich hier heute wieder schwarz auf weiß in 0, nichts gemacht habe, der ist nichts wert? Warte ganz kurz, worauf ich hinaus will, ist, Eldos war 5 Minuten mit mir allein in Discord und weh, was passiert? Der Mann hat sie an der Angel. Eldos schreibt momentan mit einem Mädchen, sie ist 19, Willi. Er ist 17. Und wie? Mit Eli Gellern seine Tipps. Eldin hat verkackt. Eli, warum? Was ist da der aktuelle Stand? Sie hat oh, ups geschrieben. Oh, ups hat sie geschrieben. Das ist ja bitter. Eldos ist im Chat. Eldos, komm mal kurz rein. Ich möchte mit dir drüber reden. Hast du es an die Wand gefahren? Ich hab dir so eine gute Vorlage gegeben, ne? Du müsstest nur einschieben. Ich hab gesweatet. Du hättest nur einschieben müssen. Wie hast du es an die Wand gefahren? Lies mir jetzt den Chatverlauf vor. Ich hab gesagt, dass ich 17 bin. Was? Bist du dumm? Willi, bitte. Hör mir zu, Willi. Sachverhalt. Lies Sachverhalt Willi, ist, Sachverhalt bitte, ist Willi, du bist vor 5 Minuten hier gewesen, hast hier einen lang gemacht, weil du anscheinend Eldos was gemacht hast, weil er 5 Minuten mit dir im Discord ist. Und was ist? Sachverhalt, er sagt, dass er 17 ist. Das ist das Erste, was ich den Jungen mitgebe. Du bist 21 gemachter Mann, bist verletzt bei Dortmund. Haaland ist jetzt wieder fit, muss gucken, wann ich im Kader komme. Ja, wirklich. Das ist es, Digga. Das ist Quatsch von dir, Eldos. Und sag ich dir da noch was? Sie hat mit ihm geflirtet. Von 15:30 bis 17 Uhr darf er nicht antworten, weil er sagt, er hat ein Spiel. Bruder, aber ich kann doch nicht sagen, dass ich 21 bin. Man muss doch mal in den Bildern angucken. Mann, du, dann sag, du bist 19 Jahre alt. Spielst in der U19 Kapitän, hast schon ein paar Mal bei den Profis mittrainiert. Warst zweimal im Kader, wurdest einmal eingewechselt für 5 Minuten. Das andere Mal nicht. So sieht's aus. Oder sagst du, bist du Spätzünder und dann schickst du dir dein Ding? Genau. Was ist denn das, Eldos? Das ist das kleine 1x1. Und du verstehst das nicht. Er hat verkackt. Ich wollte mit der Wahrheit. Willi, Sie hat geschrieben, sie würde gerne mit ihnen Rubble Bubble trinken und sowas. Sehr gerne. Sowas. Auf das Ziel auskommen. Nee. Nein. Du musst, Eldos, nimm dein Handy raus und lies mir bitte den Chatverlauf vor. Uns beiden jetzt. Wir sind leiser, du liest vor. Also das erste war, ich habe ein Bild bekommen, ein Selfie
von ihr mit so einem, wie nennt man das, so Duckface-mäßig oder so? Ja, ja. Bonbon-Emojis aber auch drin. Ja, geil, geil, geil. Dann habe ich das Bild geliked und dann habe ich geschrieben, cool, weißt du, in was ein Insekt badet? Nein, sag es mir. Ich in einem Sekt. Mhm. Sie, du darfst doch gar keinen Sekt trinken. Oder? Dann hab ich Ruby. Ja, ab da. Jetzt weiter geht's, hör zu. Jetzt kommt's nämlich, jetzt wird's wichtig. Oder dann hab ich Ruby Bubble Bild geschickt, also von dieser Ruby Bubble Flasche. Mm. Und nach meinen Anweisungen? Können auch mal gemeinsam einen trinken. Sie hat geschrieben, ja, ich gebe eine Runde Ruby Bubble aus. Dann hat sie so einen Stern, diese Augensternchen-Smiley geschickt und Lach-Smiley. Dann hab ich gefragt, was bist du für eine Landsfrau? Meine Mom ist Spanierin und mein Dad Deutsch, schrägstrich Türke. Und deine Eltern? Bist du Albaner? Fragezeichen. Hahaha. Ich glaube, die steht auf Albaner. Dann hättest du diesen Anleifer reinsetzen sollen, aber ist okay. Mach weiter. Dann habe ich geschrieben, dann wollte ich ein bisschen mit Spanisch überzeugen. Hab geschrieben, eres hermosa. Das habe ich gesagt, dass er das schreiben soll. Musst du betonen. So mäßig, ja. Du bist hübsch. Aus mit seinen Taktiken. Und du bist hübsch und so. Und dann hat sie geschrieben, haha, einmal in Google Übersetzer gehauen, lach Smiley, obwohl es wirklich von mir kam. Und dann habe ich geschrieben, no hablo un poco de español. Ich spreche ein wenig Spanisch. Aber sie schickt wieder Lach, Sternzeichen. Ich glaube, sie hat es nicht geschrieben. Ich glaube, sie kann kein Spanisch. Aber wir haben sich geschrieben. Naja, jetzt dann hat sie geschrieben, Meinung, mach mal weiter. Ja, mach mal. Ich mach noch fertig. Hast mir meine Frage aber immer noch nicht beantwortet, mein Lieber. Dann habe ich geschrieben, ja, ich bin da und daher. Dann hat sie geschrieben, ach so, okay, perfekt. Wohne direkt am anderen Ende. In Flensburg, also Grenze zu Dänemark. Auch nie sagen, dass du aus Österreich kommst. Das ist uncool, ey. Das ist uncool. Nee, ich habe gesagt, aber Dortmund oft. Okay. Ja, Dortmund will man auch nicht hören. Nimm dir in Frankfurt. Von da fliegst was du mit überall hin. Was liegt in der Mitte? Ja, nimm dir in Frankfurt, da kommst du überall hin. Frankfurt, NRW, FFM. Bist auch in Berlin schnell in 3-4 Stunden. Was denn? Da habe ich geschrieben, oh, Punkt, Punkt, Punkt. Wie alt bist du eigentlich? Sie so, 19. Und du, habe ich geschrieben, 17. Dann hat sie geschrieben und dann sind wir gefallen. Ups, haha. Grundsätzlich kann man das noch retten, aber... Das Kind ist im Brunnen gefallen. Ja, das ist im Brunnen gefallen, aber wir gehen davon aus, sie sagt zu dir, du darfst noch keinen Sekt trinken und so, das ne? Das ist nicht die richtige, Willi. Nee, das ist nicht die richtige, sondern... Mann, wartet mal ganz kurz. Ab dem Zeitpunkt hat sie mit ihm gespielt, müssen wir ehrlich sein. Nein. Wenn mir eine Dame sagt, ich darf noch keinen Sekt trinken... Dann hat sie doch gesagt, wir können gerne zusammen einen Sekt trinken. Nee, ein Ruby Bubble. Und danach bringt sie im Bett und macht ein Sandmärchen an, oder was? Er sagt, er ist 17. Sie wusste doch nicht, wie alt er ist. Ja, aber sie hat mich trotzdem ein bisschen so verarschmäßig mit Sekt. Sie hat ihn zu jung eingeschätzt mit Sekt. Das ist sie hat ein bisschen gespielt. Die lag in ihrem Bett, hat gesagt, oh, da schreibt mir ein kleiner, süßer Junge. Komm, okay, ich habe eine Idee, wie wir alles retten. Du nimmst jetzt dein Handy in die Hand mit deinen verglipschten Händen und du schreibst genau das. Zitat, nimm dir Bleistift in die Hand. Du schreibst, nein. Ich mit 17 kann dir das geben, was dir mit 19, 20 noch niemand gegeben hat. Absenden. Ohne Smiley. Los, jetzt. Rein. Aber das setzt du auch, ey, das alles mach. Alles auf eine Karte. Wir gucken uns das an. Und dann mach diesen Atlas, Willi. Ich sag dir offen und ehrlich, aus, die Titanic ist auch gesund. Aber daraus sind wir schlauer geworden. Das heißt, du weißt jetzt, wie ein Boot sinkt und wie du es nicht machst. Nein. Ja, ich habe jetzt gelernt, mein Fehler. Man macht es nicht mit verkackten Bonbons. Du musst... Eldos, es gibt nicht nur die eine Variante von den Bonbons. Und ich sag dir das jetzt im Vertrauen, auch wenn jetzt hier wieder zig Leute sind, ne? Also wenn du es kurz und knackig willst, ne? Kennst du den Teufel? Ja, diese Teufel. Teufel und signalisierst ihr ganz klar, um was es geht. Manchmal kriegst du auch den Teufel zurück, dann weißt du, die ist auch dreckig. Manchmal bekommst du dann einen Engel zurück, okay? Oh, weil dann weißt du, sie ist nicht so eine angeblich. Weißt du? Okay. Weißt du, was ich meine? Der Teufel zeigt, dass du... Ja. Also willst du mir jetzt etwas Neues zweibringen? Cool, doch. Natürlich, mit dem Teufel, glaub mir. Mit dem danke, Teufel. Willi, danke. Merk ich mir jetzt. Der Teufel. Das kann nicht dein Ernst sein. Mann, glaub mir, ich bin in den Teufel reingegangen wie was anderes. Und was Eldos, ist das Feedback? Warst du so weit wie noch nie. Du warst sonst nie im Kader. Und jetzt wurdest du im Kader berufen und der Trainer hat gesagt, ich wechsle dich ein. Und deine Antwort zu dem Trainer ist dann gewesen, halt die Fresse, du Scheißknecht. Natürlich wirst du da nicht eingewechselt. So hast du es dir verkackt. Es wäre alles normal gewesen. Hättest du geschrieben 20. Eine kleine Lüge hat noch nie jemanden weggeschadet. Hat noch nie jemanden geschadet. Ja, war ein Fehler von mir, aber ich dachte, mit der Wahrheit komme ich vielleicht weiter, aber das war's nicht. Nein, ey, Probleme nicht bei Kalle melden, sondern bei den 2 Millionen. Aber mal aufsteigen, was zahle ich?
Gibt's einen Torwart? Jens. Nee. RV? Philipp. Gibt's nicht. IV gibt's glaube ich nicht. Doch, es gab Lothar. LV? Lothar, ja. Philipp. ZDM, wen gibt's da? Lothar. Gibt Basti, es gibt. Wen gibt's noch im Zentrum? Philipp? Oh mein Gott. Oh, Schock. Oh, ich hatte ihn doch schon. Ich hatte ihn aber schon im Verein. Das ist der mit, glaube ich. Ich glaube, der Baby ja, ist ja, 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 den habe ich schon, den habe ich schon gesucht. ZM gibt's nicht. ZON gibt's, glaube ich, auch nicht. Drake. S. Spanien. Raul. Boah, Digga, Spanien. Raul würde ich sagen. Spanien gibt's auch wieder falsch, gell? Okay, Verteidiger. Niemand. Das ist schon mal big. Mittelfeld, da kann ganz viel Falschgeld drin sein. Xavi. Wirklich viel, ne? Pep. Ja, brutal viel. Pep, Xavi. Oh, es ist niemand. Angreifer? Gibt es Butra? Raul. Butra und Raul? Torres. Ja. Niemand, es ist kein Spanier. Es ist kein Spanier. Ah, oh, das Torwart gibt's dann noch. Dann gehen wir nach England. Da kann auch ganz, ganz... England kann auch viele Scheiße drin. England, Italien, meisten Icons. England, wir gehen nach England. Das kann unangenehm werden. Und England ich hoffe, könnte dass du richtig so ein Barnes siehst. Oh, es ist kein Verteidiger. Oh. Mittelfeld, aber nicht zu früh lachen. Nee, Mittelfeld ist gefährlich. Beckham. Oder da gibt es Goals, die Geez. Es wird sehr. Oh. Hier ist es. Ich glaube, wir sind da. Mach es. Ich glaube, wir sind angekommen. Oh. Nein! Den haben sie im Sturm? Haben sie was? Auch viele, auch viele. Shiro und so. Ey, warum legt ihr denn so Auge, ihr Wichser? Linek. Ich bin voll dabei. Es ist niemand. Oh, wichtig. Es ist kein Engländer. Ach. Verteidiger. Kann da Falschgeld drin sein? Ja, ne? Petit, Elfer. Ja, Desailly, Blanc. Blanc ist Sechser. Desailly wäre gut. Keiner. Mittelfeld, so jetzt. Makalele kann drin sein, Zidane kann drin sein, Patrick kann drin sein. Ehrlich? Das ist Patrick schon viele, dass man vergessen hat, vielleicht hast du ja nicht. Cantona wäre super. Holland kann eigentlich nur Quatsch drin sein. Cruyff und Hullet. Ach ja, Cruyff. Aber Hullet ist Quatsch. Rijkaard, obwohl er ist Sechser. Rot. Stürmer. Okay, wir bleiben drin. Digga, es ist kein Holländer. Italien, es ist safe ein Italiener. Oder es ist Bebe Euse. Oder Bebe Pelé. Das wäre so geil. Verteidiger. Ja, okay, es ist safe. Safe, 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 safe. Ja. Sag nicht so. Es ist safe. Oh. Es wird safe ein italienischer Verteidiger. Bring es gibt so viele, rechten. Digga. Bring ihn den Rechten. Da ist er. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, scheiße auch, ne? Nestermazin. Geil auch. 134k. Ich hoffe, Willi zieht in seinem ganzen Leben nicht einen Spieler, der irgendwas wert ist. Und davon rede ich nicht nur in diesem FIFA, sondern all time. Ich hoffe, du kommst auf irgendeine Liste, wo du nichts mehr ziehst. Nesta. Spielbar. Mit Shadow. Shadow drauf. Shadow mit drauf, Shadow. Dann geht es, Chat. Ist das bodenlos, ne? Es sind doch die höchsten. Oh, gut. Gut, 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 gut. Quatsch. Fernando Moriente. Verquatscht. Digga, der hat's ja richtig eilig, der Mann. Lars Ricken. Seele verkauft. Digga, der hat da so viel Zeit gerade reingekloppt. Ist die Natale? Oh. Oh, wow, 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 wow. Der Mann hat dir was vor? Timo Werner schreibt, hahaha, niemals, oder? Ach du Scheiße. Hm, aber kriegen wir schon nochmal hin. Oh, I can... Oh, Cruyff! Es hat was gebracht! Der hat alle gekauft, ne? Der hat Willi, Noah, Richard. Der hat sie sich alle geholt und sieht dann Johan Cruyff. 3 Millionen kostet der, glaube ich. Alter Schwede. Das ist bitter. Warte mal. Oh, Giggs. Giggs ist unangenehm. Lars Ricken. Es ist so krass, ne? Es gibt so viele gute Spieler, die man ziehen kann. Und wir ziehen die ganze Zeit die gleichen Knechte. Ja, aber das kann auch so nichts werden. Der hat nicht beim Refrain aufgemacht. Unangenehm für alle Beteiligten in diesem Raum. Oh mein Gott!
Zidane, Digga. Ich glaub's nicht. Zidane und Cruyff. Marius, Chris, danke für die Subs. Kommen wir jetzt hier. Portugal. Ey, wenn wir heute noch Eus und PD ziehen, dann haben wir alle gezogen, ne? Diese ganzen Bretter. Och nö, Digga, Sola. Sola, Rijkaard und der spanische Stürmer, ich weiß nicht, wie er heißt. Der Mann wurde ins Loch gestoßen. Es gibt aber neue Bester. Oh, das sieht 90 plus mich. Oh, ich hab's gesehen. Oh mein Gott. Er folgt mir auf Instagram. Er ist gekommen. Der Drachenkrieger ist gekommen, Chat. Wir sind so gut befreundet, Freunde. Guckt euch an hier. Guckt ihn euch an. Kommt mal hier, wie sympathisch, ehrlich. Guckt ihn euch an. Wie, was für ein herzliches Lachen er hat. So wie so ein, cooler. Wie so ein, den willst du drücken. 20 Millionen Follower hier. Abonniert Elias N97. Wo soll das Problem sein? Gezogen. Zack, Bob. Und jetzt haben wir Rijkaard gezogen. Und das ist gut oder schlecht? Ist schlecht. Siehst du, kaum betrete ich den Raum, fängt schon wieder an, irgendwas Schlechtes zu ziehen. Ich weiß noch, den hatte ich mal irgendwie FIFA, weil ich dachte, der wäre wie Fullet. War er nicht. Alles war's, und lief so und vergiss mich. Ist Quatsch. Zum zweiten Mal. Ist es Emilio? Emilio Butragueno! Freunde, heute läuft's super! Oh, ey, was ist heute los, Freunde? Was passiert hier? Ja, bei mir ist ganz entspannt. Und bei dir? Wenn ich Insta-Like einlöse, was muss ich dann noch machen? Gar nichts? Oh, Marquinhos ist aus dem Best-of. Aus dem Einer-Ding.